Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt viel schöne Zeit mit eurem Liebsten, mit euren Verwandten, mit euren Freunden. Bei mir ist auch alleine, wenn es nicht anders geht, aber nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selbst und genießt es. Ja, was ist denn jetzt der Sinn dieses Videos? Bis auf die Glückwünsche und die schöne Bescherung. Ich bin jetzt da nicht sonderlich gut drin. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Weihnachtsmensch. Aber ich habe dieses Jahr dafür gesorgt, dass meine Familie wieder zusammen sich trifft. Heute Abend bei mir. Nicht bei mir, also wir treffen uns bei meiner Oma. Und wir werden da ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wir haben gesagt, wir schenken uns nichts, wie man es sich immer sagt. Aber ich habe tatsächlich keine Geschenke, weil ich auch keine möchte. Das habe ich auch ausdrücklich so gesagt. Ich möchte einfach nur Zeit verbringen. Aber das hat anderen Hintergrund. Ich hoffe, dass es bei euch ganz typische und besinnliche Weihnachten wird. Und ja, bezogen jetzt, um das Thema überzuleiten hier, warum das hier ein YouTube-Video ist. Es wird sich ein bisschen was ändern auf meinem Kanal, beziehungsweise eigentlich gar nicht so viel, aber für mich wird sich ein bisschen was ändern. Und zwar werde ich wieder klassische Let's Plays machen. Zumindest wenn ich die Zeit dafür finde, auf jeden Fall. Also jetzt um die Weihnachtszeit bis Silvester sowieso nicht, ist ja klar, aber danach safe. Life is Strange wird natürlich fertig gestreamt, ist ja wohl klar. Und was ich vorhabe, ist ein neues Pokémon Let's Play, weil das mit Heart Gold wird nichts. Dafür werde ich noch ein extra Video machen, glaube ich. Aber ich glaube, dass das vorbei ist. Tatsächlich aus einem anderen Grund. Aber dazu kommen wir mehr. Ansonsten, wird mein Kanal wieder Let's Play typisch sein. Also ich werde wieder Start-Stop-Aufnahmen machen und ich werde Videos, wenn ich Fehler gemacht habe, wieder wenn möglich bearbeiten, weil ich habe jetzt ein Bearbeitungsprogramm gefunden und ich hoffe, dass es damit klappen könnte. Ich muss mich da noch reinarbeiten auf jeden Fall, aber und es werden auch neue Projekte kommen. Neue Projekte, genau. Torba 13 wird wieder weiter fortgeführt. Ich werde die Typen wahrscheinlich wieder reworken, jetzt mit der 8. Gen. Muss ich ja jetzt fast machen, lol. Und werde das ein bisschen sehr vereinfachen. Also ich habe mir damals sau viel Mühe gegeben in die Videos, da bin ich auch ultra stolz drauf und die werde ich wahrscheinlich auch gar nicht runternehmen, wenn dann auf nicht gelistet lassen oder sowas, aber ich kann das nicht fertig machen, so wie das jetzt ist, das geht nicht, das ist viel zu aufwendig. Ich werde andere Topper 13 machen, also ich werde das alles sehr, sehr einfach und in einem einfachen Stil halten und hoffen, dass es trotzdem meinem Stil entspricht. Und ansonsten Streams werde ich machen. Ich werde vielleicht ab und zu einen Podcast starten, wenn ich einen Abend frei habe und ich über ein Thema sprechen möchte, dann werde ich das machen, aber mal schauen. League of Legends wird nur noch off-topic stattfinden. Ich glaube, ich werde die Reactions sein lassen und nur noch Hörspiele produzieren. Weil ich persönlich möchte eine Sammlung aller League of Legends Champion Hörspiele auf meinem Kanal haben. Das ist so eine große Anzahl, aber hey, warum nicht? Wäre schon geil. So ein bisschen League of Legends Lore. Ansonsten werde ich hauptsächlich nur Pokémon und andere Spiele zocken. Und ich freue mich auf jeden Fall, Live is Strange weiter zu zocken. Alter, habe ich Bock. Dann noch Before the Storm, das habe ich mir schon gekauft. Und Live is Strange 2. Wenn Before the Storm dann fertig ist. Also das wird super geil, ich sag's euch. 2020 wird unser Jahr und ich hoffe, dass es auch dein Jahr wird. Ich hoffe, dass es mein Jahr wird und ich hoffe, dass wir alle viel Spaß haben werden und dass das Jahr endlich ein tolles Jahr wird. Also nicht nur Gaming und YouTube, sondern generell, dass wir einfach auch ein bisschen mehr zu uns selbst finden, mehr zu dem finden, was wir eigentlich wollen. Und ja, dementsprechend wünsche ich euch frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein, liebe Freunde.